Es ist so cool, dass das geht. Unsere Stamina ist leer. Ach. Grrr. Von Malerleiter Mumpitz. Trinken wir halt ein Schlückchen. So, weiter geht's. Zack und zack und zack und zack und zack. So viel Loot, so viel toller Loot. Loot, 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 Loot. Oh, toll, ein Rack. Endlich ein Rack. Toll. Mir fällt gerade ein, hatten wir nicht angefangen, das, den Ofen zu bauen. Da brauchen wir ja dann doch Steine. Ich kann mich erinnern, dass man für die Blacksmith-Schmiede, Schmiede, das ist das Wort, und für die Schmiede ungefähr 7000 Steine gebraucht hat. Ist das immer noch so? Ach, ich kann ja nachgucken. Ich kann doch nachgucken. Blacksmith, ne, 20. 20 Steine. 20 Steine ist okay. Aber dann können wir sie trotzdem mitnehmen. Stein. Stein. Kein Loot. Aber hier ist Loot drin. Das nehmen wir mal mit. Sicher, sicher. Kann man früher oder später mit Sicherheit gebrauchen. So, das nehmen wir auch mit. So, die Säge. Because. Können wir gebrauchen. Mir wurde gesagt, dass man die Dinger auch kaputt machen soll. Das versuche ich jetzt direkt mal. Lashings. Yeah. Ja, macht auch irgendwo Sinn, wenn wir jetzt mal so ganz ehrlich sind. Und mal so ganz kurz drüber nachdenken, macht es enorm Sinn, dass das Ding Lashings gibt und Blätter. Weil das natürlich genau das ist, womit das gebaut ist. Aber ist egal. Egal, ich freue mich trotzdem. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ärgert mich, dass ich so blöd bin. Aber das ist so, weiß ich auch nicht. Sobald man sich hier hinsetzt und drückt dann auf Play und die Aufnahme startet, ist irgendwie so, weiß ich nicht. Vielleicht das ist mein Headset, das mir auf die Grütze aus dem Hirn drückt. Ich weiß auch nicht so genau. Aber irgendwie ist es dann manchmal, da ist man dann so verblendet. Naja. Aber dafür habe ich ja euch, die mir Kommentare schreiben. Und dann, ja, vielen Dank. Voll geil. So, wir gehen jetzt zurück. Habe ich schon genug Steine? 8, 16, ja, habe ich. 22 Steinchen haben wir. Das heißt, ich brauche jetzt nicht noch mehr mitnehmen. Wobei, brauchen wir für die anderen Bauprojekte auch Steine? I don't know, wir werden es erfahren. Es gibt ja noch mehr Orte, wo es Steine gibt. So. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Löcher. Hier wohnen wir aber nicht. Wie komme ich denn her? Wie bin ich denn jetzt? Ich wollte doch nur nach Hause. Hallo, neuer Ort. Hallo, neues Combat Knife. Wassertanks. Sehr gut. Leer. Auch leer. Schade. Wohnt hier jemand? Hallo? 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 Nee, hier wohnt keiner. Ein Locker steht hier in Mac. Okay. Interessant. Okay, ich sehe etwas. Da steht Move. Das ist das, was ihr meintet mit, das kannst du doch mitnehmen. Ich verstehe. Ich habe keinen Platz im Inventar, weil ich so viele Steine mit habe. Schlecht. Ich möchte es aber alles ungern hier lassen. Ja, aber die Steine. Na, ich nehme mal die Tomatensoße und die esse ich mal. So. Und dann nehmen wir das Combat Knife. Und nehmen den Schrank mit. Das Problem ist, dass ich nicht genau weiß, wie wir jetzt nach Hause kommen. Ich bin ein bisschen verirrt. Das würde ich auch gerne kaputt hauen und mitnehmen. Vielleicht nächstes Mal. Ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gelaufen, kann es sein. Scheiße. So, hier ist... Ah ja, hier ist der Campingplatz. Und da ist die Straße. Ach ja, okay, gut. Bin doch nicht verirrt. Ja. Ja. Okay, das mit dem Locker mitnehmen ist praktisch, aber es ist halt schon ein bisschen umständlich.
tick, tick, tick. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder Schaden kriege. So. So, trautes Heim. Bleib mal da stehen, kleiner Locker. So, mit Locker in der Hand habe ich die Tür nämlich nicht aufgekriegt. Hallo? Hallo? Komm, kommen Sie herein, können Sie herausschauen. So, wir packen das mal hier hin. So, nee, andersrum. So, zack. Neues Schränkchen. Ja, hier packe ich jetzt mal die ganzen Komponentes und die ganzen Metal Scraps rein. So, zack, 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 zack. Und das macht gar keinen Sinn, weil die Sachen brauche ich draußen zum Bauen, ich Trottel. Achso, ich mache einfach Loot All. So. Ich gehe erstmal raus und baue unseren neuen Kram hier auf. Macht doch gar keinen Sinn. So. Ich brauche einen Hammer. Was brauche ich hierfür? Einen Hammer. Wusste ich. Wusste ich. Wollte nur aufpassen, gucken, ob ihr noch aufpasst. So, einen Hammer. Den tausche ich mit einem Combat Knife. So. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Erstmal die ganzen Steine. So, zack. Dann die ganzen Components. Zack. Dann Nägel und Bretter. To be continued. Okay, was brauchen wir hierfür? Zack, zack. Leere Flaschen und Components und Stones. Hä? Hab ich nicht gesagt, wir brauchen 20 Steine? Und wir hatten 22? Dann haben wir 6 rausgeschmissen. Ja, 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 ja. Psst, 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 psst. Ist mir gerade wieder eingefallen. Alles gut. Gar nichts gesagt. So. Ja, na. Hallo? Jetzt. Nee. Nee, so viel Hunger haben wir nicht. Nägel. Was brauchen wir noch? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. La 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 la. Ich hab's vergessen. Flaschen. So, dann brauchen wir Bretter und Steine. So. Jetzt nehmen wir die aber mit und gehen runter zur Sewing Machine. Weil das macht ja keinen Sinn, die jetzt alle per Hand zu schnibbeln. Warum habe ich das jetzt eigentlich hier wieder eingeblendet? Ganz mysterious. Mache ich das immer aus Versehen, weil ich irgendeine Taste drücke, oder ist das ein Bug? Ich bin mir nicht sicher. So. Auf geht... Oh, das war laut. Entschuldigung. Auf zur Sewing Machine. Nehmen wir die Steinchen mit, die mir unterwegs vor die Füße fallen. Ja, habe ich jetzt tatsächlich Steine weggeschmissen und wundere mich dann, wo meine Steine sind. Ich bin so ein Trottel manchmal. Aber hier liegen ja zum Glück mehr als genug Steinchen rum, da können wir die mitnehmen. So, hier liegen auch schon wieder Steine. Zack, zack. Ich erwähle dich, Stein. Und ich erwähle dich, Stein. So. Und das ist kein Haus, wo etwas steht, was wir gebrauchen können. Außer Steine. Und Federn. Und Steine. Und Steine. Mein Inventar ist voll. Dann lassen wir das hier. Nehmt ihr die Steine mit? So. Das ist... Nee, scheiße. Das hier ist das mit der Blacksmith, oder? Da ist die Blacksmith. Smith. Die Blacksmith ist die hier. Ja, ne? Ja. Müssen wir noch eins weiter. So. Tralala, tralala. Aber gleich sind wir da. Keine Sorge. So, da ist er doch schon. Wenn man so viel damit machen will, lohnt es sich einfach hierher zu kommen. So. Wir machen jetzt direkt alle Blöcke, die wir dabei haben. Und dann gibt es jetzt a lot of wood. So. Und weil wir jetzt gerade hier sind und mich das schon die ganze Zeit nervt, dass es hier alles rumliegt, nehmen wir erstmal 2, schneiden die. Und schneiden dann die anderen. So, beziehungsweise müssen wir irgendwas loswerden. Und zwar die Stöckchen. Nehmen wir das. Das noch. Und schneiden. Und dann last but not least. Oh. Ja, ja, ja.
Müssen wir jetzt kurz irgendwas ablegen. Ein Scrap. Nehmen das noch. Sägen das noch. Wir müssten einen Inventarplatz frei haben, um den kleinen Metal Scrap wieder mitzunehmen. Ja. Und dann geht's auf nach Hause. Wieder zurück. Marsch, marsch. Haben wir noch Platz? Ja, Steine passen. Können wir noch stecken. Steck, steck, steck den Stein in die Tasche rein. Ich habe keine Ahnung. Manchmal passiert das einfach. Sorry. So, ist es jetzt... Ja, hier müssen wir lang. Einfach hier der Straße entlang. Entlang der Straße zurück zu unserem Häuselein. Watschel, watschel. Es wird irgendwie gerade schon wieder nebelig. Ich bin mir nicht sicher, ob es einfach gerade so ein dauerleichter Nebel ist, um uns nervösig zu machen. Oder ob gleich wieder Nebel kommt. Ich bin mir nicht sicher, wie spät haben wir denn? Nein, es ist Nachmittag. Morgens in dem Spiel ist manchmal nebelig, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach, um uns ein bisschen nervös zu machen. So. Kann man das... Steckt das? Ja. Alles, was steckt, geht noch mit. So. Jetzt gehen wir hier den Weg lang, weil der führt uns nach Haus. Nach Haus, nach Haus. Der Stein geht auch noch in die Tasche. Und was mit dem? Der auch. Gut. So. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt direkt mal unseren Firlefanz da hinten weiter. Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht, weil wir brauchen, glaube ich, auch noch ein paar Komponenten. Stein. So. So. Ah ja, dann brauchen wir hierfür nur noch Nägel. So, hierfür brauchen wir Komponenten und Flaschen. Aber Flaschen haben wir, glaube ich, noch irgendwo. Muss ich mal gucken. Theoretisch müssten wir irgendwo... Oh, ich muss ja noch so Meat essen. Eat. Eat, eat. Das Meat, Meat. Oh, jetzt sind wir sehr durstig. Achtung. Was trinken. So. Zack. Nee. Nee. Nö. Irgendwie. Ach, der ist ja ganz neu und noch leer. Ach, hier wären auch noch ein paar Steine gewesen. Ach, hier können wir es aber stecken mit den Blättern. Das Klebeband können wir stecken. Ah, und die Steine können wir auch stecken. Zack, aber nicht alle. Weg damit. So, hier sind doch die Flaschen. Sehr gut. Hier sind noch so ein paar Reste. Ja, das passt eigentlich da dazu. So, dann gehen wir mal noch oben. Wo ist denn... Ich war hier nicht irgendwo. Jetzt hab ich... Oh Mann, ich musste mir angewöhnen, das immer gleich rauszunehmen. War das nicht da, glaube ich, gerade eben erst, oder? Ja, hier. Das wollte ich noch mitnehmen, damit wir jetzt oben noch ein bisschen craften können. So. Da kommen die zwei Flaschen noch hin. Hier fehlen jetzt nur noch die Nägel, die haben wir aber leider gerade nicht. Da fehlen noch ein paar Komponenten dafür. Ach, hier fehlen auch Nägel. Ach, schade. Ansonsten hätte es tatsächlich ausgereicht. Es ist trocken mittlerweile. Noch nicht ganz. Aber fast. So, dann können wir das hier lassen. Nee, sonst packen wir da nichts rein. Hm. Ich guck mal, ob ich da oben noch ein Auto zerklöppeln kann. Damit wir noch die Komponenten kriegen. Das hier sieht doch gut aus. Yes, das geht. Sehr gut. Weil dann kriegen wir das vielleicht noch fertig. Dann machen wir jetzt nämlich mit den Komponenten noch ein paar Nägel. Und dann haben wir tatsächlich die Blacksmith gleich fertig. Voll, voll gut. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich jetzt schon fast wieder was gesagt, was ich dann bereut hätte. Ihr wisst schon. Genau so läuft es ja gerade. Ja, 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 ja. Ich habe es nicht gesagt. Ihr habt es gesagt. Ich war es gar nicht. So. Wie oft habe ich dieses Auto jetzt heute in der Aufnahmesession schon angeklickt? Ich weiß es nicht. So. Das hier nehmen wir auch gleich mit. Was soll der Geiz? Wenn wir jetzt eh einmal da sind, zack. Dann kriegen wir nämlich die Dings vielleicht auch noch fertig. Also die Blacksmith und das Ledertrockengestell. Das kriegen wir auf jeden Fall fertig. Ich glaube, für
Unsere kleine Moonshine-Schnaps-Destille reicht es noch nicht ganz. Aber wird noch. So, zack, zack, zack. Zack. Na, zack. Hier noch was drin. Nö. Hinten noch was drin. Nö. So, ich bin immer noch guter Dinge, dass der Loot nachspawnt. Deswegen versuche ich jetzt auch nicht, die Autos kaputt zu machen. Vielleicht geht's, vielleicht geht's auch nicht. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt auch erstmal... Das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Ich werde es jetzt auch erstmal nicht probieren. Genau aus diesem... aus dieser Begründung heraus. Weil ich möchte gerne, dass mein Loot respawnt. Und ich möchte gerne meine Beeren essen. Snack, snack, snack. Snack, snack, snack. Kann man damit überhaupt irgendwas anderes machen? Oder kann man die einfach nur so nebenbei wegsnacken? Ich weiß es nicht. Sagt's mir gern. Nägel wollte ich machen. Nägel, 2 Stacks. Reichen die? Ich brauche unten 20 und oben brauche ich 8. Da müssten 32 eigentlich reichen, oder? Habe ich mich jetzt schon wieder verrechnet? Das wäre echt peinlich. Nein, hier brauche ich 20. Kaum zu glauben, aber war die Blacksmith. Da steht sie! Wunderbar! Yippie! Und das war der erste Reim, der zu gebrauchen war. Herzlichen Glückwunsch. Es hat ja nur ungefähr, weiß ich nicht, wie viele Folge das ist, 15 Folgen oder so gebraucht. So. Zack. Da ist es. Dann können wir uns das hier direkt schnappen. Und das direkt mal hier draufballern. Zack. Sehr gut. Und das ist genau jetzt fertig. Leck mich am Ärmel. Du bleibst jetzt da hängen. Hab ich jetzt keinen Bock. So. Ja, da reicht es noch nicht, ne? 11 Stück fehlen noch. Schade eigentlich. Jetzt habe ich hier schon wieder diesen schönen Bug. So. Es wird doch. Jetzt brauchen wir mal den Eimer. Ich möchte nämlich mal hier noch ein bisschen... Quatsch. Wasser schöpfen. Den Eimer packen wir mal hier hin. So. Ne? Und packen das mal hier rein. Und dann nehme ich mal den Eimer und hole mir mal von hinten Wasser. Weil wir haben ja hier hinten Wasser abgefüllt, falls ihr euch erinnert. Take. Ich habe gerade was knacken gehört. Gefällt mir nicht. Ich wusste mal... Nee, das ist falsch. Da kommt mit dem Knife aus. Kommen die Zombie-Bros jetzt eigentlich nachts auch? Hä? Wo ist... Jetzt habe ich den Eimer da gelassen, ich Trottel. Kommen die Zombies jetzt nachts auch oder sind die jetzt nur, sind die immer noch nur in Anführungszeichen bei Nebel da? Frag für einen Freund. Hm, ich habe schon wieder irgendwas knacken gehört. Ist irgendwie uncool. So. Wie viel hat hier reingepasst? Hä? Ach so. Ich bin so doof. Entschuldigung. Ich bin so doof. So, 10 Liter. Wie viel hat hier reingepasst? Ich weiß es nicht, aber wir können es trotzdem anzünden eigentlich. Oder? Ja, nö, eigentlich nicht. Ich mach jetzt... Passen da 2 volle Eimer rein? 20 Liter wären das? Nee, da haben nur 16 reingepasst, oder? Take. Ich kann es ja zur Not wieder hier hinten reinkippen. Das ist ja jetzt das ganz Praktische. Wie viel passt hier rein? Ich glaube, es waren nur 16 Liter oder so. Hm. 10 kann ich anklicken, aber es macht nur 16 rein. Ja, okay. Jetzt brauchen wir Baumrinde, Feuerholz und ein Match. So. Feuer, Match. Und so vielleicht. Und so vielleicht. Mach das mal direkt hier hinten an dem Ding fertig. Stumpf, zack. 4 Minuten kriegen wir direkt 10 Feuerholz. Können wir dann drinnen auch ein kleines Feuerchen entzünden. Und jetzt machen wir hier direkt mal... Los geht's. Starten das mal. Das läuft ja jetzt wieder ungefähr 17 Tage.
Und ja. Können wir hier unser Campfire? Wollen wir das schon igniten, ist die Frage. Weiß ich noch nicht. Ich überlege mal. Tree Bark ist optional. Jetzt packen wir hier vorne erstmal unsere ganzen Metal Scrappies rein. Und die Nägel können wir hier reinpacken. Und das fertige Holz. So. Den Rest müssen wir dann noch ein bisschen aufteilen. Hier kann zum Beispiel noch Wasser rein. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Essen? Das wird gleich schlecht und vergammeln. Und das ist sehr schade, aber nützt ja nichts. Dafür haben wir aber hier hinten auch noch jede Menge. Mit dem Drying Rack. Das ist immer noch raw. Was ist denn? Wie lange braucht es denn? Meine Güte. Ja, hier sind noch ein paar Waffen. Ich würde das mal tauschen. Beziehungsweise den... Können wir ja eigentlich mal hier reinballern. Okay, da braucht man wirklich viel dafür, um das zu reparieren. Wie sieht es mit dem Combat Knife aus? Braucht man auch sehr viel. Ich habe schon wieder was gehört. Das gefällt mir nicht so gut, dass ich hier ständig irgendwas höre. Ich würde sagen, diesen knisternden Spaß und die Freude überlasse ich jetzt meiner lieben Zukunftsmelodia und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!